Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Reaction-Action. Und zwar, was könnte Wahrheit auf Englisch bedeuten? The true thing about dance. Was könnte Verbot heißen? Das sind so Wörter, die man kennt, aber sie fallen mir jetzt gerade zufällig nicht ein. Die Wahrheit über Tanzverbot Kilian. Vielleicht vorher zwei, drei Worte. Dieses Video wurde vor der Veröffentlichung, ich glaube, das kann ich hier zugucken. Ban, stimmt, Ban. Kann ich glaube ich schon sagen, wurde an mehrere Leute geschickt, unter anderem auch an mich, und wir sollten eine rechtliche Einschätzung geben. Ich habe das Gefühl, dass sie dieses Video auch nicht gemacht hat, wie sie in dem Video sagt, um Tanzverbot jetzt irgendwie zu helfen. Also sie sagt quasi, er soll sich Hilfe suchen wegen den Sachen, sondern ich habe das Gefühl, dass sie das extra direkt eingeschickt hat mit Einordnung, obwohl sie sich auch nicht daran gehalten hat, weil unter anderem werden auch Chatverläufe gezeigt und die Leute, von denen ich weiß, jeder hat gesagt, ey, zeig keine Chatverläufe, und sie hat es trotzdem gemacht. Ich glaube, die wollte damit einfach nur Reichweite auf das Thema kriegen. At least kann ich euch auf jeden Fall schon sagen, das Video ist inhaltlich nicht wirklich stark, aber wir reagieren dann natürlich trotzdem drauf. Hi, ich bin Luca und 24 Jahre alt. In diesem Video will ich euch über Tanzverbot erzählen, mit dem ich in den Jahren 2016 bis 2019 Kontakt hatte. Es geht mir hier nicht darum, ihn schlecht zu machen oder zu zerstören. Ich will Kilian nichts Böses. Alles, was ich... Ja, sie will ihn weder schlecht machen noch zerstören. Aber, warte, ich guck mal gerade, ob ich das hier finde. Ich gucke hier mal gerade bei Giaso, sorry, bin noch hier ein bisschen verpeilt heute. Lange geschlafen. Also sie will ihn natürlich nicht zerstören, aber postet das Video auf Twitter und markiert mich, gut, Da Vinci, Alpha Kevin und Rezo, in der Hoffnung, dass wir darauf reagieren. Weil wenn wir jetzt alle darauf reagieren und sagen, boah, das Verhalten von Tanzverbot geht gar nicht, dann wäre das natürlich auch keine Zerstörung, ne? Sondern dann würde er sich natürlich Hilfe suchen, wenn wir seinen Ruf öffentlich komplett kaputt machen. Und deswegen wurde das Video auch vorher schon an 10 Leute gesendet, die einmal drüber gucken, und dann wird sich aber auch nicht dran gehalten, was wir für eine Einschätzung geben. Also es ging nur um rechtliche Sachen, aber naja. Was ich erzähle, entspricht der Wahrheit. Mir ist es schwer gefallen, einen Weg zu finden zwischen das sind zu viele Beweise und das zu wenig. Niemand wird mir glauben, wenn ich das nicht bis ins kleinste Detail auserzähle, aber welche Details sind für euch überhaupt relevant? Deswegen bitte ich euch wirklich, das Video bis zum Ende anzuschauen. Ich bin ein sehr emotionaler und empathischer Mensch, weswegen mich die Erlebnisse bis heute nicht losgelassen haben und ich immer noch darunter leide. Ja, das vielleicht auch nochmal vorher, weil einer hat das in den Chat geschrieben. Tanzverbot hat das Video striken lassen, wegen zwei Clips, die zu lange gewesen sind. Sie hat die rausgeschnitten, dann war das Video wieder frei. Vor allem, da Tanzverbot immer wieder bei öffentlichen Events dabei ist. Sonics, Dankeschön für den Prime Sub. Immer wieder wurde ich in den letzten Jahren konfrontiert mit Kilian, ob ich es wollte oder nicht. Also habe ich immer wieder über das, was passiert ist, nachdenken müssen. Ich habe oft überlegt, darüber öffentlich zu sprechen, habe aber erst jetzt den Mut dazu gefunden, da sich momentan so viele andere Personen auch zu ähnlichen Themen äußern. Junge, Maxi, was geht? Was spielen wir bei Fußball? Ich will einfach nicht mehr schweigen. Vor allem auch zum Schutz von anderen Personen. Hätte ich früher etwas gesagt, hätte ich vielleicht einige Leute schützen können. Allerdings habe ich bis heute immer noch Angst, dass mir niemand glauben wird. Ich war mit Kilian ja nicht, wie es Lola war, öffentlich zusammen. Ich bin keine berühmte Person im Internet und es gibt auch keine Aufnahmen von Kilian und mir zusammen. Ja, also ich muss auch sagen, direkt am Anfang vielleicht, also sie blendet auch viele Sachen. Jens, danke schön, dass du Maxify einen Sub schenkst. Ich denke, der kann sich das safe nicht selber leisten. Ich muss halt auch sagen, also sie packt viele Sachen von vor 8 Jahren raus, wo ich auch sagen muss, so, also was soll das jetzt so? Keine Ahnung, so, wenn jetzt irgendwelche Girls ankommen und Chatverläufe mit mir von vor 8 Jahren hochladen, so ja, war cringe, war peinlich, man hat sich komisch verhalten. Was ist jetzt der Inhalt? So, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber da kommen wir dann später noch zu, auf jeden Fall. Deswegen hatte ich immer Sorge, mir würde sowieso niemand glauben. Ich weiß, das Video ist lang, aber es geht um wichtige Themen und Erfahrungen, die ich als Jugendliche und junge Frau mit Kilian gemacht habe. Und um das, was ich danach bei Lola beobachten konnte. Wieso ziehe ich das alles jetzt in die Öffentlichkeit? Ich will mir nicht mehr ansehen, wie alle so eine Person abkulten. Wie alle sagen, er hätte sich so sehr ins Positive verändert, obwohl ich denke, dass es nicht so ist. Kilian ist vermutlich immer noch genauso eifersüchtig und aggressiv wie er. Schön ablesen, die Geschichte. Naja gut, aber dazu muss man sagen, also bei Kuchen Talks lese ich quasi auch ab. Also ich lese mir den Abschnitt durch und trage das dann frei vor. Aber also es ist ja besser, wenn man sich etwas aufschreibt, wenn man Informationen wiedergeben möchte, ne? Damals war. Wenn Kilian an sich gearbeitet hätte oder sich verändert hätte, würdet ihr das Video hier niemals sehen.
Allerdings haben mich viele Clips aus Livestreams von ihm, vor allem auch von ihm mit Lola als Paar, von Gegenteil überzeugt. Mein Video ist geschnitten, weil ich sehr weit ausholen muss und viel erklären muss, damit ihr mir folgen könnt. Außerdem werde ich viele Videos und Screenshots einblenden und teilweise von meinem Skript ablesen. Es ist einfach zu viel, um es frei vorzutragen. In welchem Jahr wir uns jetzt gerade befinden, lasse ich euch hier oben in der Ecke wissen. Ich will auch nicht sagen, ich wäre fehlerfrei gewesen. Ich war damals einfach noch jung und habe manche Dinge nicht so gesehen wie heute. Ich habe euch alle Videos und öffentliche Dinge, die ich hier benutzt habe, in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr denkt, ich schneide irgendwas aus dem Kontext, dann guckt euch die Videos gerne einfach selber an. Vorab möchte ich noch sagen, dass ich Kian immer sehr respektiert habe. Und das auch heute noch tue. Ich hoffe, nach diesem Video kann er endlich anfangen, sich zu arbeiten. Das würde mich sehr glücklich stimmen. Ja, ich verstehe auch die Aussage nicht. Ja, also ich respektiere den immer noch, aber hier ein Zerstörungsvideo anstatt sich privat zu melden. Vor allem, wenn er sich dabei unterstützen lassen würde. Jetzt kommen wir zum Jahr 2016, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, übrigens auch absoluter Banger, Tanzobo 2016. Ein Girl schreibt an, so, jo, was machst du? Und seine Antwort ist, ach, ich Skype mit so einer Ollen. Junge, Macher. Er hat direkt klargestellt, so, Bruder, ich kann jeder haben. Ich war 16 Jahre alt und ein extremer YouTuber-Fan. Ich habe die Entwicklung von Tanzverbot auf YouTube mitbekommen und war dann irgendwann jeden Abend auf seinem Teamspeak, wo wir echt viel geredet haben. Dann kamen irgendwann tägliche Videocalls auf Skype dazu und wir haben auch unsere Nummern ausgetauscht. Kian war zu dieser Zeit 19 Jahre alt. Damals war mir der Altersunterschied egal, heute sehe ich das ein bisschen anders. Naja, also keine Ahnung, sie war 16, wir waren 16. Also sie war 16, er war 19. Also jetzt mal wirklich, also selbst heute, also 3 Jahre, ist das jetzt das so schlimm? Wird das in der Gesellschaft so schlimm gesehen? Das ist doch überhaupt nicht schlimm, oder? Wie rechnet man das? Ich glaube Alter durch 2 plus 7 oder so, ne? Ja gut, 19, da müsste man die 9 nehmen, plus 7 wäre 16. Ich fand ihn sehr toll und habe gemerkt, dass ich mehr entwickeln könnte. Als wir uns näher kamen, fragte er mich, wie alt ich bin und ich log ihn an. Ich sagte ihm, ich sei 17 und in Wahrheit war ich aber erst 16, dachte allerdings, wenn ich ihm das sage, wird er sich nicht mit mir treffen wollen. Ich bin ein verdammt schlechter Lügner und ich bereute das damals direkt. Ich konnte schwer schlafen, hatte nur Schuldgefühle deswegen, weil ich ihm halt gegenüber nicht ehrlich war, aber ihn halt doch so toll fand. So, und ich wollte meine Chance mit ihm nicht durch mein Alter sozusagen versauen. Aus heutiger Sicht ist es so ein richtig dummer Gedanke, aber deswegen ist es halt kein Wunder, dass ich ihm dann beim dritten Treffen schon gesagt habe, wie alt ich wirklich bin. Und krasse Lügnerin, ihn hat das wirklich halt nicht gestört. Relativ bald fragte er mich dann nach freizügigen Bildern und ich habe ihm die dann auch geschickt. Teilweise wollte ich das irgendwie auch. Es fühlte sich ja gut an, endlich begehrt zu werden und das auch noch von einer Person, die so ein Vorbild ist und zu der man aufsah. Er war einer der. Ja, das finde ich übrigens auch schon in dem Video sehr komisch, weil in dem Video spricht sie halt auch an, dass er halt Aggressionsprobleme und so weiter hat. Es werden auch viele Videos oder ein paar Videos von 2016 eingeblendet, die sie jetzt kritisiert. Sagt aber in dem Video, boah, der war voll das Vorbild für mich. Hä? Also, ich sag mal, klar, die Sichtweise entwickelt sich natürlich weiter, aber damals hatte er ja schon auch Aggressionsprobleme, als ob man dann irgendwie vor ein paar Jahren gesagt hätte, boah, diese Aggressionsprobleme, das ist ein richtiges Vorbild für mich, genauso möchte ich auch sein. Und jetzt plötzlich kritisiert man das. Also, ja, viele Aussagen machen da relativ wenig Sinn, ne? Die ersten Jungs die, oder Männer, die Interesse an mir gezeigt haben und irgendwie entstand da so relativ schnell ein Machtverhältnis. Ich schick das mal direkt an meinen Thumbnail-Ersteller. Ich hatte immer Angst, er schickt meine Bilder weiter, was er aus eigener Aussage nie getan hat. Ich dachte immer, er will mich nicht mehr, wenn ich keine Bilder mache, weil er mir immer so super deutlich gemacht hat, wie sehr er das gerne will. Das hat er selbst damals auch auf YouTube gezeigt. Was er da sagt, ist seine Meinung zu Nudes. Guck, da kommen so Leute, die machen so ein Foto, haben so einen Ausschnitt, Alter. Das ist jetzt einfach mal als Beispiel. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. So. Alter, Junge, wie krank. Basti GHG macht ASMR mit seiner Tastatur. Das müssen wir uns gleich Weil angucken. Ihr bekommt wahrscheinlich nicht so eine fucking Pics like me. Und dann kommt sie mir so an, hi, wie geht's dir denn? So total mich als Jung manipulieren, weil die Alte weiß, ey, Digga, der ist Jungfrau, der kriegt locker einen harten Pümmel, wenn der Ditten sieht. So, solche Weiber kann ich nicht ab. Guck, ich muss einerseits sagen, ich battle viel auf Snapchat rum, das gebe ich zu, häng den halben Tag auf meinem Bett rum und keul mir ein. Und battle irgendwelche wildfremden Mädchen an. Wenn ich geil bin, dann denke ich an Nacktbilder, dann denke ich nicht an ernste Konversationen. Versteht ihr das? So viele Mädchen, die ich nach Bilder frage, die behaupten, die sagen dann, nein, ich bin keine Schlampe. Aber das sind keine Schlampen für mich. Weil die haben sich normal vorgestellt, haben mir nicht gleich ein Tittenbild geschickt.
und ich bete sie an. Das sind keine Schlampen. Die würden das aus Mitleid machen und das hat nichts mit Schlampe zu tun. Weil ich bin ja normaler Mensch, du bist ein Schlampe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist keine Schlampe, das ist Gutmütigkeit. Da will man halt das eine und dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Dafür möchte ich mich auch unbedingt bei den Mädchen, wenn ihr das Video sehen sollt, ich entschuldige mich. Also, wenn Frauen ihm von sich aus Bilder schicken, sind die also nuttig. Aber wenn er betteln muss, ist es auf einmal aus Mitleid und ist es okay. Also, wenn es ihm gerade in den Kram passt, dann ist alles cool. Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, also erstmal, die Aussage von Tanzverbot ist halt 8 Jahre her. So, warum diskutiert man jetzt über eine Aussage von Tanzverbot, die der mal vor 8 Jahren getroffen hat? Und dazu muss ich sogar sagen, also ich würde jetzt nicht die Worte von Tanzverbot benutzen, aber ich weiß sogar, was er meint. Also ich kann das halt nachvollziehen. So, wenn du jetzt ein Girl hast oder auch einen Typen, so unabhängig vom Geschlecht eigentlich, ne, das werden sofort Bilder geschickt von, ihr wisst schon, ne, Sachen, die jeweiligen Geschlechter so haben. Natürlich, dann habe ich auch das Gefühl, so, jo, die schickt das halt an 1000 Leute. So, wenn du aber mit einer Person schreibst, man versteht sich, man sympathisiert miteinander und dann kommt das Thema vielleicht auf und man findet sich halt gegenseitig so interessant, dass man diese Bilder schickt, hat es halt einen ganz anderen Wert. Also ja, das kommt einfach anders rüber, als wenn jetzt auch irgendein Typ einfach halt sein Teil halt rumpostet. So, oder bei Frauen natürlich das Gleiche. Wenn ich jetzt bei Instagram sehe, jo, die hat halt direkt so ein 18-Plus-Bild geschickt, dann weiß ich halt so, ja, das werden wahrscheinlich noch 500 andere bekommen haben. Ne? Also ich kann da, also erstmal ist es 8 Jahre her, juckt nicht, aber also ich finde, Tanzverbot hat hier nicht mal Unrecht. Ja. Am Ende entschuldigt er sich sogar für sein Verhalten in dem Video, was ja zeigt, dass er selber einsieht, dass es falsch ist, aber wieso ändert er es dann nicht? Oder fängt an sich zu arbeiten? Das ist auch so die einzige Entschuldigung, die ich jemals von ihm bekommen habe für irgendwas. Ich frage mich bis heute, ob Teile des Videos auch an mich gerichtet waren. Mit 16 war ich auch noch Jungfrau und habe gemerkt, wie sehr er immer darauf gedrängt hat, mehr zu machen als küssen, was ich mir damals einfach noch nicht vorstellen konnte. Das war vermutlich auch der Grund, wieso ich ihm immer und immer wieder, obwohl ich mich so unwohl dabei gefühlt habe, die Bilder geschickt habe, weil ich mich einfach unterbewusst schlecht fühlte, dass ich ihm nicht geben kann, was er wirklich will und ihm ja gerne gerecht werden wollte. Ich habe ihn immer abgehalten, wenn ja, er mehr... Ja, das ist ja dann ihr Fehler, ne? Das kann man Tanzverbot dann ja nicht vorwerfen. ...wollte als küssen, weil ich auch unsicher mit mir selbst war, mit der Situation und meinen Gefühlen. Aber ich wollte ihn auch nicht verlieren. Ich habe ihm das nie gesagt. Buddy, ich hatte Angst, dass, wenn ich etwas sage, er keinen Kontakt mehr will. Im Nachhinein war das ein Fehler. Ich hätte ihm mehr sagen sollen, was ich will oder nicht. Es ist nie mehr passiert, als über den Klamotten anfassen, wie auch. Wir konnten ja nie zu ihm oder zu mir nach Hause aufgrund unserer Wohnsituation. Er hat auch, wenn wir uns draußen im Park getroffen haben, immer versucht, mich mit einem Spiel so sexuell an so Sachen heranzuführen. Er nannte das "Vertraust du mir?". Entsprechend geschockt war ich auch, als er das Ganze dann öffentlich erzählte, ob er sich das Spiel selbst ausgedacht hat oder es einfach von irgendwem anders hat, vielleicht aus seiner Schulzeit, weiß ich nicht. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Weißt du, so damals als 14-Jähriger. Vertraust du mir? Kennst du das? Hat das niemand? Nein, aber kennt es keiner von euch, so dieses Vertrauen? Nein, jetzt nicht so auf eklig, nicht dieses, dass man dann so angefangen hat, aber so dieses Vertraust du mir? Kennt das keiner? Nein. Doch, da schreiben doch Leute, doch. Nur richtige Ehrenmänner und Ehrenfrauen kennen das. Das war jetzt auch nicht so auf sexuell Ding, auf sexualisiert oder so. Das ist einfach nur dieses... Also man geht immer weiter hoch. Ja, dann mach mal, vertraust du mir? Und dann hat sie das bei mir auch gemacht und ich so, oh, Alter. Und dann ist hier sowas in der Hose, hat sich bewegt. Nein, aber ich kann nicht mal unbedingt das, aber da kommt auch so ein Kribbelgefühl. Das hat man heute nicht mehr, weil man heute halt erwachsen ist. Vertraust du mir, Uwe? Aber damals hatte man dann so... Damals, Mann, wie alt war man damals? 12, 13, 14, wenn sie das so gemacht hat, vertraust du mir? Und du dann das so hattest, das war so ein komisches Kribbelgefühl, so, Alter, das überfordert mich gerade total. Aber ich habe eine wichtige Frage. Ja. Was wäre, wenn... Also mach hier, vertraust du mir? Und was wäre, wenn du dann hier bist? Das macht man nicht. Vertrau dir immer noch? Dann geht's weiter, oder? Also... Nein, also spätestens hier wäre Schluss gewesen, weil man sich selbst gar nicht weitergetraut hätte. Natürlich habe ich ihn Ja, also auch dazu, also erstmal, das hat er halt 2016 gemacht. Auch das ist halt 8 Jahre her. Und ich meine, das Ding ist so, Tanzverbot hat selber auch schon gesagt, also rückblickend zu der Zeit, das blendet sie auch ein oder das wurde, glaube ich, jetzt rausgeschnitten. Er hatte zu der Zeit keinerlei Kontakt zu Frauen. Er saß den ganzen Tag am PC, hatte keine Freunde, keine sozialen Kontakte, wenig Selbstbewusstsein. Ja, und also dann, wenn du halt kein Selbstbewusstsein hast, du weißt selber nicht so, ey, wie geht man sowas an,
dann kommt man halt auf genau solche Ideen. So, also ja, ich find's weird so, es ist schon unangenehm so, aber man muss es ja auch in dem damaligen Kontext sehen. So, er war halt 19, das war wahrscheinlich das erste Mal, dass er Kontakt mit einer Frau hatte, wusste nicht, wie irgendwas funktioniert und hat dann halt dieses Spiel gemacht, um ja, sich vielleicht auch selber da so ein bisschen halt ranzuführen. Also ich finde es halt Real Talk nicht mal schlimm. So, ja, unangenehm, sowas vielleicht zu machen so, aber es ist halt, also ich verstehe halt den Vorwurf halt auch nicht, ne? Und Tanzverbot hat das ja auch gut erklärt. Das war halt damals einfach so, ne? Wenn man nicht so in diesem Game drin ist. Also wenn ich so daran denke, wie ich damals so mit Frauen umgegangen bin, also jetzt so auf solche Sachen bezogen meine ich jetzt, dann Digga, also wenn da ein paar Frauen die Chatverläufe veröffentlichen, die ich damals so geschrieben habe, der ich habe 2015 mal mit einer Kontakt gehabt, da war ich auch schon 20, ne, und die hatte halt einen Freund zu der Zeit, hatte offensichtlich Bock auf mich und ich hätte einfach den cool machen müssen, so ey Bro, ganz ehrlich, alles cool, weil wir haben auch schon alleine gechillt und so, und ich habe ihr dann irgendwann so eine Nachricht geschickt, wo ich so meinte, so ja, warum willst du unbedingt ihn so, weil er ein Auto hat, ja, ich habe auch bald ein Auto, habe ich wirklich so geschrieben, Digga, das ist so unangenehm. So, weißt du, so das Ding ist, wenn die jetzt ankommt und das veröffentlicht, so, ja, Bro, ja, war peinlich damals, was soll ich dir sagen? Ja, so ist das halt, wenn das erste Mal dann so, also eine 8 von 10 war die schon safe oder 9 von 10, die war schon, oh, Digga, die war knackig, Digga. So, und die war volljährig, das war auch gut, ne? So, ja, Digga, das sind halt die jungen Jahre so, ne? Was soll man halt sagen? Weißt du, wenn man so aussieht wie ein Jakob Rätsel, so, weißt du, der kann halt mit 12 schon 18-Jährige klären, weil der einfach aussieht wie ein absoluter Macher, ne? Und so Leute wie ich oder Tanzverbot, ne, wir haben es da halt einfach deutlich schwieriger. Und das ist ja auch nicht weiter tragisch. Deswegen verstehe ich auch den Vorwurf nicht so ganz. Also ich finde auch das, ja, trifft nicht so, ne? Bis dahin streicheln lassen, wo er wollte. Ihr könnt euch selber denken, bis wohin das war. Weil ich ihm vertraut habe. Hätte ich Nein gesagt, hieß das ja, ich würde ihm nicht vertrauen. Ich möchte anmerken, dass ich zu dieser Zeit wie heute auch nicht dünn war. Ich war nie wirklich super dick, aber übergewichtig. Und Kian hat sich, obwohl er selbst übergewichtig ist, oft über andere lustig gemacht, die dick waren. Vor allem über dicke Frauen. Dementsprechend schlecht fühlte ich mich dann auch, als ich dieses Video sah, wo er so komisch über Mütter redete. Bei ich Kian hab dir ging vertraut, es ja, seit, ja. Also ja, sie blendet das gleich ein, danach sage ich da was zu. Immer nur um Sex. Aber wo cares, Alter? Da draußen gibt's genug Leute, die ficken wollen ohne Kondom und richtig fett Kinder erzeugen wollen. Und dabei sind sie richtig fett, Alter. Oh, kennt ihr diese Mütter, Alter? Kennt ihr diese Mütter, die so aussehen, als ob sie gerade 6 Kinder in sich hätten, aber gar keine Kinder in sich haben, sondern einfach nur 6.000 Schokoküsse am Tag essen? Bäh, Alter. Ja, die als Werbung bei YouTube übrigens da oben einfach... Mollige Frau sucht Mann. Finden Sie kurvige Singles in Ihrer Nähe? Lächerlich. Er ist damals... Ja, was soll ich dazu sagen? Keiner findet übergewichtige Frauen attraktiv, auch übergewichtige Männer nicht. Ne? Bei übergewichtigen Männern, also ich bin halt hetero, deswegen kann ich dazu halt nichts sagen. Ne? Was soll ich dazu sagen? Ist ja cool von Tanzverbot, dass er auch solchen Frauen da eine Chance gegeben hat irgendwie. Ne? Ja, das ist halt auch wieder 8 Jahre her, so offensichtlich halt auch ein bisschen übertrieben. So finde ich jetzt auch, ist kein krasser Punkt. So, guck mal, das Ding ist, also, ich sag mal, natürlich, also er ist ja auch selber übergewichtig so, ne? Aber trotzdem kannst du ihn ja auch nicht absprechen, was er für sich attraktiv findet. Er hat ja auch, glaube ich, schon öfters gesagt, dass er mit seinem Übergewicht nicht attraktiv ist. So, und nur weil er selber dick ist, muss er ja nicht dicke Leute attraktiv finden, sondern kann ja auch sagen, boah, da stehe ich nicht drauf, ne? Und da hat er es halt ein bisschen übertrieben dann vielleicht dargestellt. Deswegen, also sehe ich auch hier das Problem in der Aussage nicht, um ehrlich zu sein. Extrem eifersüchtig. Oh, ich weiß nicht, warte, ich suche euch mal ein Video. Mal gucken, ob ich das. Gibt's das noch? Digga, ja, Mann, das ist mein absolutes Lieblingsvideo hier, das. Haare, wenn die geschminkt sind, Ohrringe, ja, Stiefel, knackige Figuren, ne, einen geilen Arsch. Ja. Das ist dann schon alles okay, so. Digga, ich liebe dieses Video so sehr. Ach, Junge. Geil. Gewesen und ich denke, das ist er bis heute. Er hat mein Handy kontrollieren wollen und wenn ich mit jemandem geschrieben habe, kam sofort die Frage, wer es ist. Immer wenn ich auf dem Teamspeak mit seinen damaligen besten Freunden geredet habe, hat er mir danach gesagt, wie eifersüchtig er ist. Und dass sie sich bestimmt nur an mich ranmachen wollen, was mich halt irgendwie verletzt hat. Als ob jede männliche Person nur das eine von mir wollen würde. Vor allem dieses Misstrauen gegenüber seinen eigenen Freunden
hat mich einfach verwirrt. Ja, auch dazu, also ich habe mit Tanzverbot nach meinem Tweet, dass er das gesperrt hat, ja auch kurz mich privat da mal ausgetauscht. Und der hat auch gesagt, so ja, er war zu der Zeit halt eifersüchtig so. Ne? Auch das, also ist das korrekt? Nein, so ein Verhalten ist natürlich überhaupt nicht korrekt, gar keine Frage. Fair enough muss man aber sagen, so der Typ ist halt 19 gewesen, das war wahrscheinlich die erste Frau, mit denen er mehr Kontakt hatte, er ist selber absolut unsicher gewesen. Also, ne, man kann das Verhalten irgendwo ein bisschen zumindest nachvollziehen, auch wenn es halt nicht cool ist. Aber auch hier wieder, also über was reden wir so? Ja, das war 2016. Ja, kacke, aber also was willst du jetzt? So. Es kamen ständig toxische Nachrichten von ihm über WhatsApp, in denen er mir vorgeworfen hat, ich würde ihn betrügen oder ich habe einen anderen. Ich habe ständig versucht, ihm deutlich zu machen, dass es nicht so ist. Aber egal, was ich gesagt habe, er konnte mir einfach nicht glauben. Ich habe in der Zeit viel geweint, teilweise nächtelang. Ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch. Und wenn er dann immer so eifersüchtig war, war er parallel mindestens auch genauso aggressiv gegenüber mir. Er machte damals öfter Sprachnachrichten, in denen er mich anschrie. Ich erinnere mich noch, wie ich mit meinem Vater damals im Auto zu einem Jahrmarkt gefahren bin. Kian und ich haben auf WhatsApp geschrieben und hatten irgendwie eine Auseinandersetzung. Sie macht halt ein Video über eine Teenie-Beziehung. Nicht mehr, nicht weniger, hatte ich das Gefühl. Ja, safe. Ich weiß nicht mehr, worüber, aber er schrie mich dann an auf WhatsApp mit den Worten, und jetzt bist du unter Leuten und fühlst dich wieder wie das oberkrasse Mädchen. Ich erinnere mich 1:1 an diese Worte. Der Tag war für mich gelaufen und ich habe ihm erzählt, wie leid es mir tut und mich für alles entschuldigt. Ich kann nie sagen, ob ich... Ja, auch das. Ist das Verhalten korrekt? Nein, ist es nicht. Hat Tanzverbot sich da falsch verhalten? Ja, hat er... Bruder, das ist 8 Jahre her, so, also ich, was sollen wir jetzt machen, so, vor allem war er damals auch 19, so, ich finde, das kommt auch noch dazu, also ich habe auch in dem Alter, auch unabhängig von Frauen, habe ich halt viel Scheiße gebaut, jetzt in Videos und so, ne, habe ich ja bei Cynic auch alles erzählt und so, und ja, da hat man sich halt in vielen Momenten, hat man sich halt sehr komisch verhalten, so, ja, aber was soll man halt jetzt machen, so, keine Ahnung. Jemals richtig in einer Beziehung waren, ich war mir immer unsicher. Ben hat mir aber bestätigt, dass wir einander in der Kennenlernphase treu sein wollten. Ben ist ein Freund von mir, den ich schon vor Kian kannte. Ben und Kian haben sich dann auch kennengelernt und sie verbrachten viel Zeit zusammen. Dadurch lernte Kian auch Bens damalige feste Freundin Marie kennen. Marie redete mich vor Ben dauernd schlecht, also man merkte einfach, dass sie mich nicht leiden konnte. Ich weiß leider bis heute nicht, wieso. Kian kam in 1-2 Situationen, wo er damals mit Ben unterwegs war, wo er verbale Auseinandersetzungen mit Gewalt klären wollte. Ben konnte die Situation damals zum Glück deeskalieren. Wäre er nicht da gewesen, hätten die sich vermutlich geprügelt. Marie und Kian haben sich dann als Freunde auch mal alleine getroffen, wo sie sich dann geküsst haben. Kian sagte mir... Digga, das klingt, das... Also erstmal Tanzverbot, absoluter Macher, Digga. Das gibt 10 Respektpunkte von mir an dieser Stelle, ja. Wirklich, Props dafür, ich mach dir eine Award dafür fertig. Aber, Digga, das, also, das klingt so, wie wenn du als Vertrauenslehrer dir die Story von einer 14-Jährigen angucken musst, die da auf dem Schulhof gerade ihre Kinderbeziehungen haben. Digga, imagine, du sitzt da und da kommt halt so ein Mädchen, ja, und dann hat Kilian sich mit der Freundin von dem getroffen, hinter dem Müllton auf dem Schulhof, und dann haben die sich geküsst. So, Jucke, Digga, wirklich, ja. Also ja, hat er dann von mir aus nicht eingehalten, dass da nichts lief, ja, ist, ne, also er hat sich dann ja an seine eigenen Worte nicht gehalten, ja, ist kacke, ja, ist 8 Jahre her, Bro. Ja, natürlich, es ging von Marie aus und Marie sagte Ben natürlich, es ging von Kian aus. 19-Jährige hat Freundin betrogen, unglaublich, nicht nur das, sondern so wie Tanzverbot damals aussah, ist das wirklich ein, das ist wirklich eine Ansage. Aufgrund dessen habe ich mich mit Ben zerstritten, er glaubte halt Marie, danach hatte Kian keinen Kontakt mehr zu Marie und Ben, soweit ich weiß. Nachdem ich dann Kian mit dem Kuss konfrontiert habe, auf WhatsApp brach ein Streit aus, wo er geschrieben hat, ich habe gerade Marie auf dem McDonald's-Parkplatz gefickt. Macher. Ich habe ihm damals einfach geglaubt. Ich war verletzt davon und aufgrund dessen haben Kian und ich uns dann auch getrennt. Der Vertrauensbruch war einfach zu viel für mich. Nach unserer Trennung erfuhr ich allerdings, dass er das nur gesagt hat, um mich zu verletzen, was mir bis heute echt wehtut.
Kian lässt sich verdammt leicht provozieren, so sehr, dass er die Kontrolle verliert. Ja, also ist natürlich auch nicht korrekt, sowas zu sagen. Ne, man muss an dieser Stelle ja auch mal drauf eingehen. Ja, es ist natürlich kacke, sowas zu sagen, einfach nur um andere Leute zu verletzen. Gar keine Frage, ja. Aber auch das war halt eine Kinderbeziehung, die hatten von vor 8 Jahren. So, beide waren anscheinend sehr unreif, wenn man das hört. Ja, was, also, naja, das, also, keine Ahnung, so, es ist scheiße, aber ich weiß auch nicht, was soll ich jetzt zu Tanzverbot sagen? Also, was du vor 8 Jahren als noch fast Jugendlicher gemacht hast, also, das geht wirklich gar nicht. Also, außerdem hatte er damals nur Respekt gegenüber seinen Mitmenschen. Sie gucken mich alle an, ey, Leute, der hat eine Kamera in der Hand, ey, das ist ja voll neu. Guck nicht so hässlich, geh mit Stöckern spielen, du Hundesohn. Scheiß Kran, Alter, mach mich schon wieder aggressiv, die Scheiße. Bastard, Alter. Das nächste Mal hau ich Dollar drauf. Alles klar. Dafür habe ich ihn gefeiert. Das waren so geile Videos damals, wirklich. Yeah! Der hat sich wirklich null unter Kontrolle, wirklich. Also dieses Video. Jetzt gucken die mich an. Fotze. Hat einen Kinderwagen. Hm, dann wird das ein Lümmel in dir drin gehabt, sonst würdest du den Kinderwagen nicht schieben. Geil. Ich will auch nicht sagen, dass es nie schöne Momente gab. Kian kann durchaus sehr liebevoll sein, aber das in Verbindung mit seiner Aggressivität ist eine Sache, die mir wirklich... Ja, also Shapiro, natürlich hat sie das Recht, darüber zu reden, so, aber... Also, guck mal, das Ding ist, offensichtlich möchte sie Tanzverbot damit einfach komplett zerstören. Sie hat das Video vorher an 4 oder 5 Leute geschickt, unter anderem auch an mich, damit wir das rechtlich einordnen können. So, ich habe auch erst überlegt, Tanzverbot das zu sagen, aber es ist ja schon ein Vertrauensvorschuss, dass sie mir das Video halt schickt, deswegen habe ich es halt nicht gemacht. Und jeder, von dem ich weiß, hat ihr gesagt, jo, lass die Chatverläufe raus, der kann dich dafür abmahnen. Und ich weiß auch, dass andere Leute auch noch mehr raushaben wollten und sie hat alles drin gelassen. Also offensichtlich ging es ihr auch gar nicht darum, jetzt wirklich eine Einschätzung zu bekommen, sondern einfach, um den Leuten schon mal zu zeigen, ja, guck mal, ihr kommt ein Tanzverbot exposed, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ne, ihr könnt dann Videos dazu machen und drauf reagieren. So, ne, auch zum Beispiel die Sachen, die sie jetzt rausgelöscht hat, die Klicks hat sie mir auch nochmal gesendet per Google Drive, dass ich die benutzen kann, so. Also, ne, geht es ihr offensichtlich nicht darum. Dann, als sie das auf Twitter geteilt hat, das Gleiche. So, sie verlinkt da mich, Da Vinci, Alpha Kevin und Rezo. Also, da geht es ihr doch offensichtlich nicht darum, jetzt wirklich einfach aufzuklären und darüber zu reden, so, jo, der hat sich kacke verhalten, sondern die will da so viel Reichweite wie möglich drauf zu haben, um Kilian zu schaden, so, das ist doch offensichtlich. So, und ja, er hat sich halt da scheiße verhalten, safe. So, aber Bruder, vor 8 Jahren mit 19, also, der, wenn ihr wisst, wie ich mit 19 gewesen bin, wisst ihr, teilweise sind davon noch Videos online leider, ja, also ich bin wirklich der Letzte, der Tanzverbot da kritisieren darf. Heute, um ehrlich zu sein, immer noch ein bisschen Angst macht. Ich denke, er hat schlimme Stimmungsschwankungen und auch wenn seine Aggressivität gegenüber mir nie körperlich wurde, hatte ich trotzdem Angst. Unsere Beziehung war für mich immer ein bisschen wie barfuß auf Wolle laufen, in der Glassplitter versteckt sind. Jeder Schritt könnte der falsche sein. Ich bin selbst eine liebe Person und behandle jede, die ich treffe, mit Respekt. Deswegen war Kians Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen auch schon damals für mich schwer mit anzusehen. Allerdings habe ich mich ein richtiges Vorbild halt, ne? Einfach nicht getraut, ihm etwas zu seinem Verhalten zu sagen. Jetzt blende ich euch ein Video ein, wo er euch selbst sagt, dass er damals wirklich so war. Derjenige, der das gemacht hat, deren Leben werde ich sowas von destroyen, du fucking F***. Lass es. Also das sind hier noch Videos, das war 2016 oder so, da wurde ich ja sogar 2,5 Jahre gebannt auf Twitch. Das, was er hier sagt, nur bestätigen. Ja. Also das Ding ist, also sie denkt, sie muss es beweisen, aber also er war ja damals so. Ich weiß nicht, wie lange ihr Tanzverbot verfolgt. Ich war tatsächlich von Anfang an dabei. Ich weiß auch, 2016 habe ich mir, da bin ich ja damals mit Gina zusammengekommen. Digga, wir haben so oft in meiner ersten Wohnung zusammengesessen auf der Couch und die Tanzverbot-Livestreams geguckt, weil damals bei Donations hatte er das so eingestellt, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Zeichen immer die ganze Zeit wiederholt hast, er das vorgelesen hat und dann die ganze Zeit eckige Klammer auf, eckige Klammer auf, eckige Klammer auf. Junge, das waren die geilsten Streams ever, sag ich euch. Safe, das war so geil. Also, es ist natürlich klar, sie muss es ja belegen, kann man halt nachvollziehen, aber die Sachen, die da halt gedroppt werden, also Tanzverbot geht ja selber offen damit um. So, er sagt ja selber, dass da viel Kacke gewesen ist. So, also das ist jetzt ja kein Exposing, sondern er selber geht offen damit um und sagt ja, dass er Kacke gewesen ist.
Und ich denke, dass er heute zumindest das, was da jetzt gesagt worden ist, da wahrscheinlich auch viele Sachen heute schon umgesetzt hat. Er war damals wirklich so, er wurde für diese Art von vielen gefeiert, für genau dieses Verhalten. Deswegen denkt er vermutlich bis heute noch, dass es okay ist, seine Mitmenschen so zu behandeln. Ja, das denkt er übrigens auch nicht. Das sieht man in dem gelöschten Clip, sieht man das auch, dass er da auch, warte, vielleicht kann ich euch das einfach zeigen. Vielleicht habe ich das im Drive-Ordner. Wie habe ich den genannt? Bilder Tanzi, mal gucken. Der das gemacht hat. Okay, ihr Deren seht den Link, wenn ich euch das zeige, wir hören einfach zu. Ich hatte keine sozialen Kontakte. Ich habe immer nur zu Hause in meinem Zimmer gesessen, habe 15 Stunden am Tag am PC gesessen und hatte keinen Ausgleich. Habe nur Scheiße in mich reingestopft. Und dadurch entsteht sowas. Dann hat man so einen Druck in sich und dann labert man so Müll. Und wenn man dann noch ein impulsiver Mensch ist wie ich, dann fängt man auf... Junge! Ey, ich war so! Das war nicht gesponnen. Gut, einige Sachen waren gesponnen vielleicht. Aber das meiste davon bin wirklich... So bin ich, wenn ich keine Auslastung habe. Und das ist ganz schlimm bei mir. Also, heute auch nicht mehr, Mann. Da war ich 19. So, also Tanzverbot... hat lustigerweise einen Clip striken lassen, der ihm gut zuspricht, weil er sagt ja selber, er ist impulsiv, er sagt selber die Gründe dafür, dass er damals so übertrieben gehandelt hat und ich kann das auch komplett nachvollziehen, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt, keine sozialen Kontakte, nichts, ja, dann bist du halt unzufrieden mit dir selber, dann ist das halt einfach so, also... ich verstehe auch den Clip nicht, dass sie das reingepackt hat, weil er sagt ja selber, dass das scheiße ist. Er hat ja wirklich in diesem Clip selber gesagt, ja, das ist doof, dass ich damals so war. Es ist halt also... Heutzutage selber noch ab und zu, dass es gut ist, wenn er zurückgehalten wird. Da frage ich mich, wieso muss man einen fast 30 Jahre alten Mann zurückhalten, weil er seine Wut nicht zügeln kann und sonst anderen Gewalt androht oder diese auch umsetzen würde? Statement? Ja. Ich war so kurz davor gerade. Sie hat mich Gott sei Dank zurückgehalten. Nee, Mann, das ist scheiße, weil mich das jetzt wieder voll lange darüber nachdenken lässt. Ich kann sowas nicht, Mann. Ich hasse das. Ja, Leute, also wenn ihr wirklich wollt, dass ich locker werde, dann lasst uns jetzt aufhören, über das Thema zu reden. Ihr müsst jetzt nicht 20 Mal sagen, dass ich überreagiert habe. Ich weiß doch, dass ich schnell überreagiere. Ist doch gut jetzt. Lass uns abhaken, dieses Thema, und dann ist gut. Guck mal, auch da, so, er sagt doch selber, ja, er weiß, dass er schnell überreagiert. Also er ist ja da sogar so selbstreflektiert, dass er selber sagt, ja, mein Handeln war in der Situation übertrieben. Also ich verstehe den Titel Die Wahrheit über Tanzverbot nicht, wenn er selber gibt ja zu, dass es kacke ist, dass er so handelt. Und er hat irgendwo in dem Stream auch schon mal gesagt, dass er auch an sich arbeiten möchte, dass es halt nicht mehr passiert, ne? Also, ja, ist halt eine schlechte Eigenschaft, dass man impulsiv ist und dass es auch schnell in so eine aggressivere Art geht, aber ja, er gibt das ja zumindest zu, so, ja, muss er halt an sich arbeiten. So, ich meine auch, dass er im Stream schon gesagt hat, dass er das gemacht hat. Wieso ist sein erster Gedanke, immer alles mit Gewalt lösen zu wollen? Er weiß selbst, dass er schnell überreagiert, aber arbeitet dann nicht an sich, tut es immer wieder und bringt so sich selbst und seine Mitmenschen in Gefahr. Er bietet auch Leuten bei Auseinandersetzungen im Stream offen an, sich zu boxen und scheint das wirklich ernst zu meinen. Egal wie gruselig der Typ zu ihm war oder was er zu ihm gesagt hat, Gewalt darf einfach nie eine Lösung sein. Wie kann man als öffentliche Person, die so viele junge Menschen sich als Vorbild nehmen, in einem Livestream vor der Augen der ganzen Welt sich so verhalten? Du bist so eine Art Mensch, dass du nicht checkst, was du machst. Und das ist gruselig. Das ist auch gruselig. Und deine Art und Weise, wie du mir gegenüberkommst, obwohl ich die ganze Zeit negativ rede und du lächelst die ganze Zeit mit deinen zwei harten Zähnen und sagst mir, dass du jetzt mit YouTube durchstarten willst, das ist auch gruselig. Und ich meine nicht körperlich gruselig. Wir können uns gerne boxen. Damit, also muss es nicht sein, aber damit hätte ich kein Problem. Körperlich machst du mir keine Angst, aber kopfmäßig machst du mir Angst. Dass er sich nicht unter Kontrolle hat. Ja, auch da, ja. Also ist auch nicht cool, so zu sprechen. Ich kenne den Kontext da ehrlicherweise halt auch nicht. Ich denke, er wollte damit eher klar machen, so, ey Bruder, du bist halt ein Lauch. Ich habe jetzt auch keine Angst davor, wenn du mich boxst. Wahrscheinlich hat der Typ halt auch negativ da geredet. Ne? Das hat auch irgendwer so in die Kommentare geschrieben. Ne? So weit, dass er sich selbst wirklich verletzt hat wegen sowas. Ich habe das Gefühl, er muss unbedingt lernen, mit negativen Emotionen auf gesunde Art und Weise umzugehen. Aber das funktioniert nur, wenn man das auch will. Ich habe noch nie jemanden betrogen in einer Beziehung. Und ich habe noch nie einen One-Night-Stand gehabt und werde das auch nie haben. Ich selbst bin halt ein absoluter Beziehungsmensch. Also hatten wir uns überall geblockt. Natürlich tat mir das weh, aber ich habe mich damit abgefunden, dachte ich.
Nach unserer Trennung hat Kian noch ein, zwei Dinge gepostet, die zwar nichts mit mir zu tun haben, auf die ich hier aber nochmal eingehen will. Er sieht, dass sich jemand selbst verletzt und postet dann das dazu und wenige Tage später das hier. Ja, Bro, sind die korrekt? Nein. Wann wurden die gepostet? 2016. Das ist halt wieder genau das Gleiche. Also du willst ihn nicht zerstören, du willst, dass er sich Hilfe sucht, aber bringst jetzt irgendwelche Bilder von 2016 und sagst so, ja, guck mal, der hat dabei mal vor 8 Jahren hat er mal das gepostet. Hä? Ja, hä? Was? Hä? Ich frag mich da, wie kann man so unsensibel sein? Mich macht das wirklich traurig und irgendwie wütend. Dieser Post ist immer noch öffentlich auf Facebook bis heute. Egal, ja, ob Bruder, man kennt doch nicht alles, was man gepostet hat, so. Bild. Also ich habe auch safe noch viele Sachen online, wo ich sage, so, boah, Alter, damit kann ich mich gar nicht mehr identifizieren. So, kein YouTuber wird komplett Facebook, Twitter, Instagram und sonst irgendwas durchgehen, um zu gucken, boah, was habe ich denn vor 10 Jahren mal Komisches gepostet, was ich jetzt lieber löschen muss. Vor allem, was man auch, das hat man ja auch nicht im Kopf. Echt ist oder nicht, die Reaktion darauf geht einfach nicht. Und dann will er uns weismachen, dass er sich selbst oft schlecht fühlt, sogar in suizidale Richtungen. Wie er wahrscheinlich schon am Titel erkannt hat, geht es um einen Selbstmordversuch. Aber ich muss zugeben, ich habe es öfters versucht. Ich habe es über einen langen Zeitraum versucht, mich selbst umzubringen. Ich habe da auch Mitleid mit ihm. Auch das, wieder vor 8 Jahren, das jetzt da so rauszuholen, muss meiner Meinung nach nicht sein. Und vermute, dass es ihm bis heute schlecht geht wegen sowas. Das weiß, denke ich, jeder, der seinen Twitter-Account aktiv verfolgt. Er sagt ja öffentlich oft einfach selbst, wie schlecht es ihm geht. Aber er holt sich einfach keine Hilfe. Jetzt kommen wir zum Jahr 2018 bis 2019. Plötzlich hatten wir wieder etwas Kontakt und ich dachte, wenn Kian sich weiterentwickelt hat, könnte man der Sache endlich eine richtige Chance geben, da ich ja nun auch 18 bin. Ich wollte wieder in Kontakt und wollte auch mehr, aber in Richtung Beziehung. Weil ich so ein People-Pleaser bin, lasse ich mir auch immer so viel gefallen. Wir schrieben auf WhatsApp, wo er natürlich nach Bildern fragte. Ich lehnte das vorerst ab. Ich habe mich aber dann irgendwann wieder darauf eingelassen. Er hat mich einfach so lange belabert. Ja, also nach dem Video wird es ihm safe besser gehen. Vor allem, wenn alle großen YouTuber dann darauf reagieren und ihn noch fertig machen würden. Ne? Bis er mich überzeugt hat. Ja, da muss man wirklich sagen, also Tanzverbot hat sie wirklich so lange belabert. Und zwar mit den Worten ganz und come on. Da konnte sie einfach nicht mehr anders. Also die wurde ja wirklich stundenlang hier belabert, bis sie dann wirklich mal Fotos geschickt hat. Ja, da muss man Tanzverbot wirklich kritisieren, ja. Also wie kann man denn jemanden so krass belabern und einmal sagen, come on. Wirklich, also da muss er wirklich dringend an sich arbeiten, ja. Das muss man wirklich sagen. Also, das Ding ist, kann natürlich auch sein, dass das vorher viel mehr geschrieben wurde, aber dann blende das doch ein. So, Digga, alles, was da steht, ist ganz und come on. Ja, der krass belabert auf jeden Fall. Heftig. Und ja, was hier zensiert wurde, weiß man halt nicht. Gut, das ist eine Nachricht von ihm. Aber ja, das sehen wir halt nicht, ne? Ich habe versucht, ihn auch dann darauf anzusprechen, was damals mit Marie Nein, niemals. Come on. Ja, okay. Ausnahmsweise. Passiert ist. Aber anstatt sich zu entschuldigen, war er irgendwie plötzlich das Opfer. Ich sprach ihn auf die, ich habe Marie auf dem McDonalds-Parkplatz gefickt Situation an, was er ja nie getan hat und nur gesagt hat, um mich zu verletzen. Seine Antwort war nur, aua, das zieht bis heute und dass er mir wohl egal gewesen ist. Was halt nicht gestimmt hat, er war mir nie egal. Ich war super verletzt von dieser Reaktion. Wieso habe ich mich eigentlich erneut auf ihn eingelassen? Wieso dachte ich, dass er sich geändert hat? Er hat sich zu dieser Zeit nur bei mir gemeldet, wenn er halt horny war. Also ganz ehrlich, ich... Ja, also auch da, wir hören uns das erstmal an. Ich hätte niemals gedacht, dass wir jemals nochmal irgendwie ansatzweise Kontakt miteinander haben, um ehrlich zu sein. Ja, also wie gesagt, ich wohne in Berlin, du wohnst in Berlin, wenn du Bock hast und das irgendwie dann nicht mehr komisch findest oder so, kann man sich treffen, wenn du möchtest, wenn nicht, dann nicht. Boah, Digga, ganz ehrlich, diese Memo gibt so minus 1000 Aura, ne? Also wirklich, also selbst, ja gut, wenn Taylor Swift mir so eine Nachricht schicken würde, würde ich mich noch treffen, aber das ist ja so unangenehm. Also ich weiß gar nicht, wie ich das so erklären soll. Ich finde, die Nachricht ist halt so unbosshaft einfach. Also, Digga, danach bist du einfach nicht mehr horny. So wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, die kommt so richtig unangenehm rüber einfach. Also ich hätte, also spätestens nach der Nachricht hätte ich schon gesagt, oh Digga, nee, komm, wir lassen das lieber, Alter. Und er war, überlegst dir. An mir scheitert's nicht. Oh,
sehe ich genauso. Ich finde das echt ein ziemlich kritisches Thema, was du da ansprichst. Maul. Oha. Aber wenigstens immer noch so unfreundlich wie damals. Freut mich. Also ich weiß jetzt auch ehrlicherweise nicht, warum diese Chatverläufe jetzt eingeblendet worden sind. Ich weiß nicht, was das beweisen soll, außer dass also ich finde ihre Memo finde ich am schlimmsten an dem, was da jetzt gezeigt worden ist. Es tut mir leid, hältet mich dafür, aber und ich habe dann natürlich irgendwann Bilder geschickt. Ich habe mich ausnutzen lassen, wie das letzte Mal, einfach weil ich Hoffnung auf eine Beziehung hatte. Ich frage mich halt, was du möchtest, ohne es böse zu meinen. Ja, und so, keine Ahnung, das Ding ist, also da muss ich halt auch sagen, also offensichtlich, sie wollte halt was Ernstes, er wollte halt nur was Lockeres, ich sehe da ehrlicherweise auch kein Problem drin. Also wenn jetzt aus den Chatverläufen herauskommen würde, dass er ihr jetzt irgendwas vorgelogen hat, um sie ins Bett zu bekommen, dann würde ich auch sagen, okay, hier Schluss, sowas geht gar nicht. Aber er ist ja offen damit umgegangen und hat ja die Themen auch sofort angesprochen, hat nicht drum herum geredet oder sonst irgendwas. So, und wenn sie sich dann ausnutzt und die Sachen schickt, obwohl die Nachrichten von ihm, ist ja offensichtlich, dass er nur das eine will. So, dann kannst du doch nicht Tanzverbot dafür verantwortlich machen. Ich habe auch schon mit Frauen geschrieben, wo ich Single gewesen bin, wo es mir nur um das eine ging und das habe ich auch klar gemacht. So, und wenn die sich dann ausnutzen lassen, weil die darauf eingehen, dann hab doch nicht ich Schuld daran, wenn das von Anfang an so auch kommuniziert worden ist. Also sie will hier Tanzverbot exposen, aber sie zeigt einfach nur selber, dass sie halt sich leicht ausnutzen lässt. Ja, aber hä? Ich habe ihm mehrmals gesagt, ich kann ihn nicht einschätzen und weiß nicht, was er will. Heute denke ich mir, ist doch klar, was er will. Wie verblendet war ich damals? Bilder schicken ist halt eine Sache, aber wirklich was machen, eine komplett andere. Das mit den Bildern war für mich in meinem Kopf immer ein richtiges Hin und Her. Eigentlich will ich es auf keinen Fall, aber dann mache ich es trotzdem. Dann mache ich es niemals wieder, das war jetzt das letzte Mal, aber tu es dann doch. Inzwischen war ich zwar keine Jungfrau. Habe ich gerade mal geguckt, aber ich glaube, hier ist nichts so Interessantes drin. War ich zwar keine Jungfrau mehr, das hat mich aber nicht weniger nervös gemacht, was das Thema Sex angeht. Nach wochenlangem Hin und Her, wo er mir dann wieder gezeigt hat, wie horny er ist auf WhatsApp, haben wir uns treffen wollen. Er ist zu mir nach Hause gefahren und wir sind zu mir rein, wo wir uns direkt aufs Bett gelegt haben. Ich hatte per Textchat auf WhatsApp mehrmals deutlich gemacht, dass Kuscheln okay ist, ich aber einfach keinen Sex will. Ich fand ihn immer noch toll und wollte das unbedingt zeigen. Ich habe mehrmals danach gefragt, sich zu treffen, weil ich etwas unternehmen wollte, weil ich mir immer wieder Hoffnung auf etwas Festes machte. Ich mache nie solche Bilder eigentlich. Übersetzt, ich mache immer er solche meinte, Bilder. Er meinte, er könne sich nirgends draußen treffen und was Richtiges unternehmen, da er inzwischen ein zu großer YouTuber ist und alle uns belagern würden. Ich habe ihm einfach geglaubt, wie ich es immer getan habe. Ist ja auch richtig per se, ne? Also habe ich immer wieder mich überreden lassen, diese Bilder zu schicken und nicht wahrgenommen, dass ich ihm natürlich auch Hoffnung so auf mehr mache, Hoffnung auf Sex. Also lagen wir im Bett und haben uns geküsst. Er hat seine Hand in meine Hose geschoben und ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht will und habe seine Hand weggenommen. Aber er hat es immer wieder gemacht, bis er seine ganze Hand auf meinem Intimbereich hatte. Zwar über meiner Unterhose, aber das war mir schon zu viel. Sowas heißt für mich halt nicht kuscheln. Ich habe seine Hand Pim, also erneut aus meiner Hose gezogen, woraufhin er gesagt hat, ich kann mich bis heute an den genauen Wortlaut erinnern, jetzt hast du meinen Fortschritt zerstört, als wäre ich irgendwas, was er sich erobern will. Jedenfalls sind wir dann relativ schnell nach draußen wieder. Ja, also dazu auf jeden Fall, also ist natürlich krass, wenn das stimmt, das geht gar nicht. Ich habe, also Tanzverbot hat mir da auf jeden Fall gesagt, dass es halt nicht stimmt und er jedes Nein akzeptiert hat. Deswegen können wir hier nicht sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ne, mir wäre es auf jeden Fall wichtig, jetzt Tanzverbot nicht irgendwie deswegen direkt zum Täter oder sowas zu machen, weil wir wissen nicht, was da gelaufen ist, wie das gelaufen ist und deswegen sollte man da vorsichtig sein. Als er gemerkt hat, dass er mich nicht rumbekommt und ich wollte ihn halt zum Abschied küssen, um ihm zu zeigen, dass ich Interesse habe, aber es einfach langsamer angehen muss. Er sagte nur, ach, die ganze Zeit nicht wollen und jetzt so ankommen, stieg in sein Auto und fuhr davon. Das war vorerst das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. Ich habe versucht, irgendwie abzuschließen, hatte gehofft, man könnte sich aussprechen, aber das ist nie passiert. Ich wurde ignoriert und geblockt. Jetzt kommen wir zum Jahr 2022. Als ich mitbekommen habe, dass Tanzi eine neue Freundin hat, mit der er öffentlich zusammen ist, habe ich mir direkt Sorgen gemacht. Natürlich hatte er vor Lola noch andere Beziehungen, die waren aber nie so öffentlich wie die mit Lola. Heißt, ich bin auch einfach wieder davon ausgegangen, dass er sich verändert hat, dass er an sich gearbeitet hat. Ich habe mir das auch immer so sehr gewünscht für ihn. Ich habe die Livestreams von den beiden verfolgt und einige Clips gesehen, wo es mir echt eiskalt den Rücken runtergelaufen ist. Ja, hier mache ich mal weg, weil da... Ich habe gemerkt, dass er also, sie so behandelt hat,
wie er mich damals behandelt hat. Zumindest so, wie ich das einschätzen konnte. Ich kenne ja auch nur die öffentlichen Materialien, die ihr auch kennt. Ja, da weint Lola, deswegen, das müssen wir jetzt hier nicht unbedingt nochmal zeigen, wenn sie da in einer emotionalen schwierigen Lage ist. Ja, generell muss ich halt auch sagen, ich sehe es so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, okay, das ist eine öffentliche Beziehung von denen gewesen. Die müssen damit klarkommen, dass Leute sich da einmischen und dass Leute sich eine Meinung dazu bilden. Auf der anderen Seite aber auch, wenn man jetzt so das Video im Gesamtpaket sieht, finde ich es von ihr tatsächlich eher schwach, das Ganze einzublenden. Also Lola selber hat anscheinend auch gesagt, dass es nicht cool ist. Wir können den Part doch einfach, also wir können die Sachen, also die eingeblendeten Clips überspringen auch gerne. Ansonsten, das Video habe ich ja verlinkt, das könnt ihr euch sonst angucken. Lola selber hat halt gesagt, dass sie es nicht cool findet, dass sie da eingeblendet worden ist. Ich verstehe auch nicht, warum sie sich in diese Beziehung da einmischen muss. Lola selber hat schon des Öfteren gesagt, dass sie nichts dazu sagen möchte, dass sie damit abschließen möchte. So, und sie dann jetzt wieder in so ein Video reinzupacken, das hilft halt nicht Tanzverbot, sondern du schadest halt Lola damit einfach. Und das muss meiner Meinung nach halt einfach nicht sein, ne? Ich sehe da, wie gesagt, halt keinen Sinn drin. Ne? Beim ersten Clip ging es darum, dass da das mit der Kette da, ne? Wie ich damals reagiert habe, und ich will mir nicht vorstellen, was alles hinter den Kulissen passiert ist. Das ist auch ein Grund, warum ich das jetzt alles endlich öffentlich sage. Ich will nicht, dass jemand so verletzt wird wie ich, und nur weil Lola dazu öffentlich nichts sagt, heißt es nicht, dass alles tipptopp war. Ich erinnere mich damals... Ja, offensichtlich war halt alles nicht tipptopp, aber es ist doch deren Sache, wie die damit umgehen. So. Und wenn Lola als Person, die da dann vielleicht auch nicht so coole Sachen erlebt hat, halt von sich aus sagt, ey, ich möchte damit nicht konfrontiert werden, ich möchte nicht, dass darauf eingegangen wird oder sonst irgendwas, dann ständen also jetzt halt das ganze Thema da wieder hochzuholen in so einem Exposed-Video, weiß ich jetzt nicht. Damals daran, genau das gleiche Gefühl zu haben, wie sie jetzt. Ja, das kann ich euch zeigen, das ist nicht schlimm. Das ist kein Vorwurf, so Kilian ist ein toller Mensch, aber manchmal habe ich das Gefühl, ist, wenn ich nicht in die Beziehung so viel reinstecken würde, dass sie dann schon längst vorbei wäre. Ja, und das zum Beispiel auch. Und also, Digga, so kein Front, aber ich finde so, sie ist halt, also die in dem Video, Namu, ist halt die Person, also die ist nicht, also jetzt so kein Front, aber das wirkt jetzt, wie sage ich das jetzt, wie beende ich den Satz jetzt nicht, also wirkt irgendwie komisch, weil, also sie sagt jetzt ja, ey, ich kann mich voll in Lola reinversetzen. Das Ding ist, Tanzverbot wollte mit dir ja offensichtlich keine Beziehung, sondern der wollte mit dir was Lockeres, während das bei Lola ja eine richtige Beziehung ist. Du kannst dich da nicht reinversetzen, weil das eine komplett andere Situation ist. So, Alter, was ist das für eine Aussage, Alter? So, also ich blick das nicht, wie man jetzt diese Beziehung mit Lola dafür nutzt, um zu sagen, ja Mann, ich habe das gleiche erlebt, obwohl das bei ihr so eine komplett andere, wirklich eine komplett andere Situation gewesen ist. Digga, das ist halt also... Stress gab es in dieser Beziehung öffentlich ja auch. Ich habe mich nie getraut, Lola zu schreiben, da ich dachte, dass sie Kian ja sowieso mehr glauben würde als mir, was ja auch verständlich wäre aus ihrer Sicht. Ihr erinnert euch sicherlich an die Gamescom, wo Orange Morange und Kian Zoff hatten. Ich möchte hier weder Orange Morange oder Skrulls verteidigen und ich möchte auch nicht Kian verteidigen. Gewalt darf nie eine Lösung sein. Und dass Orange Morange und Skrulls Kian provoziert haben, war offensichtlich und absolut nicht okay. Trotzdem seht ihr in diesem Video, wie aggressiv Kian werden kann. Er hat sich dahingehend vermutlich einfach null verändert und null unter Kontrolle. So wenig, dass er selbst Lola wegschleudert in einem Streit, mit dem sie gar nichts zu tun hat. Meiner Meinung nach würde ihm eine Anti-Aggressionstherapie echt gut tun, da er einfach nicht er selbst ist, wenn er so wütend wird. Der Punkt ist, ich habe wirklich ein Problem mit diesen Leuten, wenn ich ein Video gegen sie mache. 100.000 Abos, Alter, und wir werden richtig abgehen. Gamescom wird abgehen, Fanfotos werden kommen, dann stehen die Ladies so, Tanzverbot, oh geil, ey, du bist voll der geile Typ. Und dann werden wir sehen, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Ja, jetzt, ich lasse es erstmal, also ich glaube, die Videos kennen wir, können wir hier mal kurz überspringen, die sind schon zu Genüge durchgegangen. Also, hat Tanzverbot sich da richtig verhalten? Meiner Meinung nach nicht.
theoretisch hat Nanu hier tatsächlich auch einen Punkt. Und das Ding ist, Tanzverbot sagt das ja selber. Er ist einfach sehr impulsiv. Er wird schnell aggressiv. So, das Ding ist jetzt bei der Situation, bei der Gamescom mit Skrulls und so, muss man halt auch sagen, die andere Seite hat auch, glaube ich, beleidigt. Oder Orange Morange hat irgendwas gedroppt oder so. Ja, das ist nicht in Ordnung. Safe nicht. Ich habe Tanzverbot damals auch dafür kritisiert gehabt. Safe. Ich glaube, er weiß auch selber, dass es in der Situation nicht in Ordnung ist. Und er hat auch schon des Öfteren in Streams gesagt, dass er daran arbeitet. Ich habe geguckt, ich habe jetzt nichts Neueres gerade gefunden, wo das nochmal so, wo nochmal sowas passiert ist. Stimmt, da wurde auch ein Energy Drink geschmissen oder so oder sonst irgendwas. Das ist halt, ja, also da sollte Tanzverbot an sich arbeiten, ist halt richtig, aber auch das sind halt Sachen, das war halt vor 2 Jahren mit der Gamescom so. Die Sache ist halt, ist theoretisch so geklärt, er weiß, dass er sich da falsch verhalten hat, so, ja, was, also hat, wie schlecht Kilian Lola behandelt. Dazu habe ich euch einen Reddit-Thread in der Beschreibung verlinkt, wo schon andere außenstehende Zuschauer etwas zu dieser Sache gesagt haben. Immer wenn Kilian in einem Clip eine Auseinandersetzung mit Lola hatte, stellt er sich direkt in die Opferrolle. O-Ton, jetzt bin ich wieder das Arschloch. Ja, da hat er sich erschreckt. Was ist denn für dickköpfig? Es gehören doch immer 2 dazu. Warum bin ich denn jetzt das Arschloch? Ja, ich war doch gerade gar keine Diagnose. Ich habe nur gesagt, was mir aufgefallen ist. Ja, dann halt das. Überspringe ich jetzt mal, es geht sehr lange. Ja, das Ding ist, also, was man dazu sagen kann, ich glaube schon, dass Tanzverbot nicht der einfachste Mensch ist in der Beziehung. So würde ich jetzt auch einfach mal sagen. Ich glaube auch, dass Tanzverbot sich da in vielen Situationen nicht richtig verhalten hat. Da würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Ja, wie gesagt, da bei Lola dann jetzt so groß mit reinzuziehen, wenn sie schon sagt, sie möchte das nicht, muss halt meiner Meinung nach trotzdem nicht sein. Ne? Klar, aber Tanzverbot sollte da auf jeden Fall an sich arbeiten, dass solche Situationen einfach nicht passieren. Ich würde ihm aber trotzdem theoretisch, warum skippst du das? Ich will da Lola jetzt dann nicht zu viel mit reinziehen. So, ne? Wir wissen ungefähr, worum es ging. Bei dem einen hat er sich erschrocken, das wird viel zu lange gezeigt. Bei den zweiten geht es darum, dass sie irgendwas gesagt haben soll, glaube ich, was nicht korrekt war für Tanzverbot oder so. Ne? Und ja, da sollte er natürlich an sich arbeiten, safe. Den Punkt würde ich ihr auf jeden Fall auch geben. Ja, aber Tanzverbot würde ich trotzdem auch zustimmen, es gehören meistens 2 Seiten dazu. Also wir kennen die Sachen natürlich nicht, die da komplett vorgefallen sind. Ne? Tanzverbot wird das safe auch Situationen haben, wo das halt nicht korrekt ist. Aber zum Beispiel bei mir war das auch so, in einer Beziehung, so weiß man, streitet sich vor dem Stream, dann im Stream kommt die Person dann rein, bringt dann Essen und so, alles cool. Ich selber bin noch genervt wegen dem Streit. Und da muss man in den Kommentaren lesen, wie kannst du nur so mit dir umgehen, nachdem sie dir extra Essen macht, wo ich mir denke, Leute, ihr wisst gar nicht, was abgegangen ist. Ne? Das sind halt nur die öffentlichen Sachen, die wir halt sehen. Aber safe, da hat Tanzverbot schon einige Sachen, die nicht korrekt gewesen sind. Ne? Teams, wo Lola weint und ganze Breakdowns hat wegen ihm, wo sie ihn bittet, offline zu gehen und zu reden, aber er es ablehnt. Wie offensichtlich muss es noch sein, dass er sich toxisch verhält? Wie viel muss noch passieren, bis endlich alle von diesem, er hat sich so sehr verändert und ist ein richtig realer Ehrenmann geworden, runterkommen? Dann twittert er Folgendes, wo ich zu 100% hinterstehe. Sowas geht überhaupt nicht. Aber was meint ihr, woher solche Leute denken könnten, dass es okay ist, Frau... Ich habe so einen Hass auf so viele Männer drauf. Es gibt euch das Recht, fremde Frauen anzufassen, geschweige denn sie zu küssen, diese Übergriffigkeit. Ich gucke fremden Frauen so gerne an, bis sie mich angewidert angucken. Ja, 2016 können wir, glaube ich, weglassen. Wenn ich habe, finde ich Frauen uninteressant. Ja, Clear-Nut-Dings irgendwas, glaube ich, heißt das. Wurde gebannt für den Spruch, wenn Frauen in Röcken oder Outfits auf die Straßen laufen, haben wir als Männer das Recht, sie Das geht natürlich gar nicht. Er kann den Bann hier aber auch nachvollziehen, sagt also selber, dass das nicht in Ordnung gewesen ist. Gerade auf OnlyFans, sie waren abonniert, weil ich war, hab die Bilder gesehen. Jetzt wurde ich 2 Minuten später blockiert, weil sie mich nicht leiden kann. Schlimm, er hat OnlyFans von einer abonniert. Ja, also ein paar Tweets gehen natürlich überhaupt nicht fit, das ist aber auch schon Jahre her. Das eine hat er selber eingesehen, dass das nicht in Ordnung gewesen ist. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz den Sinn. Zu behandeln. Du kannst doch nicht jahrelang so etwas vorleben? Und dich dann wundern, dass Leute sich genauso verhalten, wie du es ihnen vorgelebt ja, hast. Ja, den Tweet zeige ich jetzt aus Respekt einfach mal nicht. Schon ein richtig dummer Tweet gewesen, hat er sich halt dafür schon entschuldigt. Später im Jahr 2022 habe ich Kia mit Lola im Kaufland gesehen, wo ich damals arbeitete. Ich habe ihn begrüßt und ihm sind die Gesichtszüge entglitten. Es kam leises Hi zurück.
bevor die beiden schnell zur Kasse sind, nachdem sie mich gesehen haben. Es wirkte so, als wolle er, dass ich nicht die Chance habe, mit Lola auch nur ein Wort zu wechseln. Das kann aber auch Einbildung sein. Ja, dazu, also du sagst auf der einen Seite, ich habe das halt nicht verarbeitet und ich kann damit nicht umgehen, bla bla bla. Aber wenn du ihn dann im Real Life siehst, dann gehst du hin und willst ihm die Hand geben. Also das passt ja irgendwie nicht so ganz zusammen, oder? Also dann, ich würde doch der Konfrontation dann aus dem Weg gehen und nicht extra noch hingehen, oder bin ich... Ich habe das starke Gefühl, Lola sagt in allem die Wahrheit, was die Trennung angeht, weil ich es genauso erlebt habe wie sie. Sie sagt, sie könne so viel erzählen, aber tut es nicht. Deswegen erzähle ich es jetzt. Ich habe keine Lust mehr auf dich, ist endgültig vorbei. Ich will nicht. Dieser Typ war schon oft ein Problem gewesen in der Beziehung. Ist komisch. Ja, dass er da viele Probleme bereitet hat, safe, kann ich mir auch vorstellen. Ne, das will ich ihr halt gar nicht absprechen. Aber diesen Sprung zu schaffen zwischen das, was zwischen denen passiert ist und jetzt zu Lola, was ja eine Geschichte für sich ist, ist halt nochmal was anderes. Weil ne? Für Kian sind alle anderen Typen, die seine Freundin auch nur falsch angucken, ein Problem. So, das war immer Thema. Sie hat mir immer gesagt, nein, da ist nichts, ist nur ein Kollege, so, aber es springt sofort auf. Aber der bei uns ganz oft Thema war, weil ich das Gefühl hatte, da ist irgendwas da, das ist natürlich jetzt ganz wichtig. Ich habe Lolas Verzweiflung... Ja, er ist halt eifersüchtig, so, solange man nicht übertreibt, ja. ...geradezu gespürt. Was alles genau vorgefallen ist, weiß ich, wie gesagt, nicht. Ich beziehe mich auch nur auf das, was öffentlich ist und sich damit meinen Erfahrungen, was Kian angeht, irgendwie in meinem Kopf verbindet. Mir hat das, was ich gesehen habe, gereicht, um festzustellen, dass er immer noch genauso zu sein scheint wie damals. Eifersüchtig und manipulativ. Jetzt kommen wir zu meinem Fazit. Wieso erzähle ich das überhaupt, wenn es so lange her ist? Manipulativ weiß ich jetzt nicht, aber eifersüchtig, ja. Ich habe den Mut dazu gefunden, dank Al-Blali oder Vic, um ehrlich zu sein. Er erzählt in seinem Unge-Statement auch über Sachen, die 2016 passiert sind, weswegen ich mich nun auch endlich traue. Früher hätte ich keine Kraft gehabt, das so öffentlich ja, zu erzählen. Ja, Bro, aber da, also das kann man auch nicht miteinander vergleichen. So, der hat das halt gesagt, um die ganze Situation halt wiederzugeben zwischen ihm und Unge und Sachen, die da halt vorgefallen sind, weil der Streit, den die heute haben, 2016 angefangen hat. Das ist ja was anderes. Digga, also das zu vergleichen, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, wenn Kian sich jemals mit mir entschuldigt hätte oder sich geändert hätte, würde ich das nie in die Öffentlichkeit ziehen. Aber Entschuldigung ist für... Ja, wolltest du dich denn vor dem Video privat mit ihm austauschen oder dich? Das wäre ja eine gute Frage. Hast du es versucht, vor dem Video ihn nochmal zu erreichen? Kian, ein Fremdwort. Ja, danke. Soll ich mir nicht darüber setzen? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das mit der Kamera machen soll. Alter, chill doch mal. Ja, du weißt doch ganz genau, warum ich so drauf bin. Ja, aber es ist 8 Stunden her, chill mal. Ach so, dann ist es okay, wenn man sich nicht entschuldigt. Ja, ich hatte jetzt ein bisschen... Sowas zum Beispiel. Man muss es nicht klären, weil es ist ja schon ganze 8 Stunden her. Und entschuldigen muss man sich dann natürlich ja, auch, da, nicht. Auch nicht. Vor allem nicht bei seiner festen Freundin, die einen liebt und unterstützt. Ich will euch einfach zeigen, wen ihr da verehrt. Nicht mal meine Familie wusste von dem Ausmaß des Ganzen, mir war selbst gar nicht mehr bewusst nach all der Zeit, dass es doch so schlimm für mich war. Die ganzen Sachen, die Kian gemacht hat, wie er mit mir umgegangen ist, dass er sich nie entschuldigt hat für irgendwas, dass er mich belogen, unter Druck gesetzt und manipuliert hat, werde ich nie vergessen. Deswegen fühle ich mich jetzt auch nicht schlecht, das alles zu... Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo er manipuliert haben soll. Also wir haben ja die Chatverläufe gesehen. Ich fand jetzt nicht, dass da was Manipulierendes ist. Also wenn für dich es manipulierend ist zu sagen, come on, schick Bilder, dann weiß ich nicht. Hätten wir uns ausgesprochen, wäre das vielleicht anders gewesen, aber es kam nie dazu. Ich höre schon einige Stimmen schreien, ich hätte das Ganze doch privat klären sollen, aber diesen Leuten möchte ich eine Frage stellen. Denkt ihr wirklich, nach all dem, was ich euch gerade erzählt habe, dass Kian mir antworten würde? Ich konnte das Ganze... Aber hast du es versucht? Du hast doch gesagt, hast du es versucht? Hat einer dir angeboten, Kontakt herzustellen oder so? Ich habe nie wirklich verarbeiten und habe es größtenteils verdrängt oder mir eingeredet, dass es nicht so schlimm ist für mich. Ich will versuchen, andere zu schützen und vor allem, dass Kian an sich arbeitet und ein besserer Mensch wird. Vor allem als so große öffentliche Person, die sich viele als Vorbild nehmen. Mein Video ist nicht monetarisiert und auf Twitch habe ich auch nicht mehr gestreamt seit 2 Jahren. Ich will keine Cloud und schäme mich auch immer noch, weswegen mir das alles hier schon schwer genug fällt. Ich erzähle euch allen auch einen Teil von meiner sehr privaten Lebensgeschichte als Jugendliche und junge Frau. Kian hatte immer Angst, dass ich leake, wie er mit mir umgegangen ist. Ich frage mich, wieso. Mein Video würde ich gerne mit einem alten Tweet von Kian beenden. Cool, ein Tweet von 2016, wow. Ja,
Was kann ich abschließend dazu sagen? Also, dass er sich bei Lola oft nicht richtig verhalten hat. Ja, safe, bin ich mir auch ziemlich sicher. Würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass er da einige Eigenschaften hat, an denen er auf jeden Fall arbeiten muss. Ne? Safe bei dem, was man, wie gesagt hat, aber auch nur öffentlich mitbekommen hat. So, ne? Aber ja, da würde ich ihr, zustimmen. Ansonsten, diese ganze Beziehung, die die vor 8 Jahren haben, also Real Talk, ja, da gibt's viele Sachen, wo Tanzverbot vielleicht sich peinlich verhalten hat, aus heutiger Sicht, so, aber wie gesagt, der war da 19, hatte keinen Kontakt zu Frauen, bla bla bla, und ist halt einfach ein super unsicherer Mensch gewesen, der kein Selbstbewusstsein hatte, der den ganzen Tag einfach nur vorm PC saß. Also für mich ist es, also für mich ist das jetzt nichts, womit ich ihn jetzt, also wofür ich ihn jetzt kritisieren würde oder so, wisst ihr, wie ich meine? So, keine Ahnung, deswegen... Ja, also ich fühl das Video nicht, und da dann am Ende Lola halt noch mit reinzuziehen, wenn sie das selber nicht möchte und auch selber gesagt hat, sie will mit dem Thema einfach abschließen, einfach nur um Parallelen zu kriegen, um dann irgendwie zu zeigen, ja, hier, jetzt ist das, jetzt hat das Exposing auch einen Sinn, muss meiner Meinung nach nicht sein. Auch die Sache mit den Aggressionssachen und so, ja, ist bekannt, dass es kacke ist und da muss Tanzverbot dran arbeiten, safe. So, was ich verfolge, hat er diese Sachen deutlich weniger als früher, oder ich verfolge ihn zu wenig. Ja, deswegen weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so stark das Video, aber naja, war ein Safe-Exposing. Ja, also ich fand das, was in den Sprachnachrichten, was sie gedroppt hat, schlimmer als das, was er geantwortet hat, auf jeden Fall, ne? So, Tanzverbot hat hier noch geschrieben, werde ich bald dazu äußern, das ist alles ekelhaft von ihr, die Beziehung ist 8 Jahre her und sie weiß alles von mir und Lola, das ist so gruselig. Ja, safe, das muss man schon sagen, also sehr, sehr stalkende Person auf jeden Fall gewesen, ne?